Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ja, wir sind auf dem Weg zu dem Beta Facility, ne, wie Beta Settlement. Genau, in Hawking's Gap, die verlassene Siedlung. Und ja, es ist nur ein Sprung. Die sind ja alle so auf einem Block quasi. Und wenn ich das richtig vorher gesehen habe, dann müsste hier auch ein Beacon sein am Hauptstern. Aber für heute müssen wir da wohl nicht hin, weil das tut ja nichts. Die werden wahrscheinlich auch alle gar gleich aussehen. Deshalb würde ich sagen, stürzen wir uns mal direkt auf die Siedlung. Ja, ist halt klar entdeckt, logischerweise. So, scannen müssen wir aber trotzdem mal. Ach, guck mal, hier ist noch gar nicht. Noch gar nicht Auto gescannt. Seltsam. 2. Genau, bei das 2 müssen wir auch hin. Der zweite Planet. So. Hallo? Ah, jetzt hat er sich doch das automatisch gescannt, dieses Signal. Hallo, willst du? Willst Abstand? Alles klar, das kann ich verstehen. Nicht erforscht, nicht Realisationssignal. Ja, genau, ist eh nur der zweite ist landbar. Na, der Vollständigkeit halber scannen wir das noch. Komplett. Hallo? Achso, hier. Ja, der hatte ein bisschen exzentrische Umlaufbahn. So. Ist das Beacon? Da gucken wir mal jetzt kurz, ob wir da jetzt entgegenfliegen oder ob das irgendwie woanders da ist. Das Ding hier. Nee, das scheint. Nee, das ist daneben. Nee, ist doch woanders da. Nee, da müssen wir nicht hin. Das ist auch wieder das Beacon. Ich denke mal, das braucht man nicht anzufliegen, weil wir konnten es ja nicht scannen. Da werden wir auch direkt die Siedlung finden. Im Zweifelsfall ist das nur so eine Art Einbrecherabwehr. So, nur dem Thema, wenn es sehr. Wenn du das Beacon nicht angeschaut hast, dann schießen die Schiffe die Dosen. Nee, nee. Das kann ich schon mal ausschließen. Das ist es nicht. Wie gesagt, das war bei Duff's Hope auch so. Habe ich da auch sehr irritiert. Und also ein bisschen Panik ist halt immer dabei, wenn du irgendwo hinkommst, so als Explorer im Explorer-Schiff und plötzlich sind so andere Raumschiffe. Und die Kreise dort, wo du einfach nur das Schiff anstellst. Ja, weil man hat halt kein gescheiter Schild. Die schießen dreimal und dann ist rum. Und wehren können wir uns nicht. Wir haben zwar kleine Impulslaser drin, aber mit dem können wir nur den Kaffee warm machen, wenn er mal kalt wo ist. Und sonst ist da auch nichts drin. Wo ich das letzte ziemlich interessanter Thread auch im deutschen Forum gelesen habe, wo es darum ging, halt klar mit Player versus Player, wie startet man sein Schiff wenigstens ein bisschen aus, um im Open überleben zu können. Also, wenn dich mal einer abfängt, damit du flüchten kannst, also wenn dich ein Pro abfängt, also natürlich nicht kämpfen, weil du brauchst PvP-Schiffe, ansonsten brauchst du geht die ganze Ganker und so, brauchst du nichts zu machen, weil ohne PvP-Fitting hast du okay nicht den Hauch einer Chance. Oh, das ist nachts. Auch nicht schlecht. Und da hat er mal ein bisschen. Ach, mal Beispielbild gemacht, war so ein Schiff, was hat er genommen? Python oder so. Also, wo doch noch gut was laden kann, aber. Wo doch schon einigermaßen Schild hat. Also klar, bis paar
Interne Module sind halt für besseres Schild draufgegangen. Es gab, glaube ich, eine Verstärkung oder so auf die niedrigere Plätze und Schildverstärkungen halt in der optionale Modulplätze. Und dann hast du zumindest einigermaßen Schild und immer noch ausreichend Laderaum. Und war das nicht im Open, wenn dich in der abfängt, dass du dann flüchten kannst. Wenn du kriegst zwar dann wahrscheinlich ordentlich ein paar aufs Schild gebrannt, aber der Schiff überlebt es halt, wenn du halt schnell genug wegfliegst. So ein anderes System und so, oder ja. Das war doch ganz sinnvoll. Gut, wie gesagt, bei sowas brauchst du eigentlich nicht, weil die machen da ja nichts, aber. Gut, ich meine eigentlich, wenn du. Wenn so siehst, in der. Wenn du in Zentrumnähe bist, bringt dir eigentlich Sprungreichweite überhaupt nichts, weil es sind so viele Sterne. Die Sprungreichweite, die bis aufs Äußerste ausgereizt, bringt ja wirklich nur was, wenn du, keine Ahnung, in die Randbereiche willst oder halt ganz hoch oder ganz runter und dort irgendwie ein bisschen rumspielen. Ansonsten brauchst du das ja eigentlich nicht. Das ist ja eher nur, ja, nice to have, sag ich mal. Davon abziehen könnte wahrscheinlich eine Hälfte von der könnte ihr als Explorer fast immer im Open 4, weil finde ich können nur halt die Daten abgeben. Das würde ich nicht unbedingt im Open machen, obwohl es kommt ja immer drauf wieder drauf an, wo du hin willst. Shinra Tadesra wird wahrscheinlich schlechte Ideen könnte man eventuell abgeschossen werden, aber wenn du keine Ahnung. Irgendwie Buxtehude Süd nimmst, das müsste wahrscheinlich funktionieren, weil du würdest wahrscheinlich im Open auch generell kein Spieler finden. Naja. Das nochmal so nebenbei. Wir sind hier in der Elite Dangerous Gruppe und das ist schon okay so. So, bin mal gespannt, ob hier auch. Hier sieht man schon ein bisschen was, oder? Oh, fuck, fuck, fuck. Ich dachte, mir wäre noch ein Supergruß. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich dachte echt, mir wäre noch im Supergroß. Ich hätte gar nicht mehr. Ich hätte das echt gar nicht mehr auf dem Schirm. Das war schon aus dem Supergroß raus. Und ich habe plötzlich nur gesehen, ach du Scheiße, unser Höhe. Das sind ja nur noch Meter und kein Kilometer. Eieieiei. Direkt mal die Siedlung kaputt gemacht. Irgendwo sind wir angedotzt. Oh mein Gott. Ja, und so einer redet drüber, im Open zu fliehen. Ich würde schon immer wegkommen, wenn mich jemand mit der Seitwinde attackiert. Ungepimpt. Stock-Seitwinder. Eieieiei. Das ist unglaublich, ey. Ich fand's echt komplett verdrängt. Ist hier noch Siedlung oder sind wir außerhalb? Wir müssen außerhalb sein, oder? Jo. Und? Ach nein, absetzen. Und keinerlei Raumschiffe. Das ist auch gut. Im Dunkle bei einer verlassenen Siedlung auf einem Planet fernab der Bubble. Uah. Wer hat hier gerade Alien gesagt? Ja, zumindest haben wir hier. Macht unser Anaconda hier gut Licht. So,
Sonst will ich direkt wieder fahren. Alles klar, schön. Müssen Sie die Geschichte nicht durchlesen. Das ist so gruselig genug. Kommunikationsablink. Wo? Ach komm, hier. Direkt vorne dran. Mission 1 von 4. Cool, hier ist es. Hier ist der Haupteingang. Sehr schön. King's Gap Beta Site. Wir waren da. Wenn wir schon hier sind. So, hier habe ich noch gar nichts gefunden zum Aufsammeln. Datenpunkt, da können wir mal direkt hinfahren. Das gerne mal auch. Oh, 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 oh. Incoming Message. Paket mit getaggte Verschlüsselungscodes, ungewöhnlich verschlüsselte Files. Ja, das kann man doch immer gebrauchen. Moment, hier ist noch was. Guck mal, da haben wir komplett übersehen hier. Das Ding. Ja, ist aber auch nett. Kriegen wir nebenbei noch ein paar. Noch ein paar Datenpakete. Oh je, da brauchen wir auch. Das ist so. Nochmal größt die Angst. Verschlüsselte Files, sehr schön. Könnte man eigentlich auch immer Dreierpack. Ich hoffe es doch. Irgendwie um irgendwie großartig Schiffe pimpen zu können. Oder so, vor allem wie gesagt die Anaconda, wo wir haben, die Waffe teilweise noch auf G5 gepimpt wäre, brauchen wir nicht nur das Rohmaterial, da brauchen wir noch andere Zeugs. Zumindest diese gefertigte Materialien, die wir zum Beispiel bei dem anderen Dingens aufgesammelt haben. Oh, guck mal, hier ist der nächste. Die kriegt man ja relativ einfach. Da fliegt man einfach mal in einer kleinen Tour in der Bubble. Ein paar Systeme ab und scannt hochwertige Signalquelle, sammelt das auf, was so ist. Wenn dann, wenn man den Typ dann voll hat, kann man dann umtauschen in andere Materialien, also die kriege ich relativ schnell. Zur Not, was man eh machen würde, guck mal hier, was man eh machen würde. Paar Pirate abballere, du kriegst auch, vor allem in Kampfzone ist immer sehr ergiebig. Also das kriegt man auch relativ gut, das Zeug, wo man brauche. Was man halt nicht so gut kriegt, da will ich nicht so gut kriegen irgendwie, das sind
Dieses Aroma erzählt Grittan, diese Daten, diese Verschlüsselungscodes und ungewöhnlich verschlüsselte Daten, weil die kriegt man nur auf so Siedlungen. Müsste man halt Achmo irgendwie ein paar machen, wenn wir in der Bubble sind. So, das haben wir alle vier, sehr schön. Gut, das ist doch. So, können wir da hin. Dann haben wir ein schönes Bild an. Ist noch schade, dass es hier kein Material gibt. Das ist natürlich. Ach, guck mal hier. Die Magellanische Wolke direkt am Horizont hier. Ich muss ja schon ein bisschen hier rumspielen. Wow. So, dann gucken wir uns mal an, was wir hier gefunden haben. Ach, sogar in der Reihenfolge gescannt. Ist eine wirklich merkwürdige Mission, aber die Bezahlung ist gut. Keiner scheint zu wissen, wer das hier finanziert. Die meisten tippen aber auf die Sirius Corporation. Okay. Wozu auch immer dieser Trip gut sein mag, eins steht fest, er ist teuer. Alle tun wahnsinnig geheimnisvoll. Nicht einmal der Captain weiß, was wir geladen haben. Okay. Ein riesen Reinfall war das heute. Scheinbar fliegt dieses Schiff tatsächlich ohne Waffen und Schilde. Auf den ersten Mal Lichtern hat es noch eine Eskorte begleitet, aber die haben dann abgetreten. Jetzt sind wir ganz allein hier draußen im Nichts. Sollten wir irgendeine Begegnung der dritten Art haben, können wir nur hoffen, dass wir schneller sind. Okay. Miese Stimmung an Bord. Ach, das ist alles noch vom Schiff und nicht von der Siedlung. Die Crew ist schlecht drauf. Den Captain haben wir schon seit Wochen nicht mehr gesehen. Huch. Die Frachträume werden von diesen finsteren Typen bewacht. Keine Ahnung, was da drin ist, aber es kann einen Mann das Leben kosten. So viel ist sicher. Okay, die Captain umgelegt. Die Fracht wurde abgesetzt. Wir haben gewendet und sind jetzt auf dem Weg zurück in die Zivilisation. Was wir geladen hatten, keiner weiß es und keiner hat gefragt. Die Stimmung ist ein bisschen entspannter, als hätten wir auch eine Last abgeworfen. Ich verstehe immer noch nicht, was das Ganze soll, aber vielleicht weiß ja irgendjemand mehr als wir. Okay. Ich habe gedacht, das wäre jetzt so Logs von der Siedlung hier. Das war eine elegante Drehung, die nicht gewollt war. Das ist interessant. Dann cruisen wir mal kurz noch ein bisschen herum. Irgendwas finde, aber hier gibt es scheinbar nichts zum Aufsammeln. Das ist schade. Treibstoffreserve bei 50%. Okay. Können wir noch tanken, kein Problem. Einer hat das aber gehört? What the fuck? Level 2 Autorized Vehicles Only. Will der mal sagen, dass ich nicht autorisiert bin? Ist ja schon näher, das ist wahrscheinlich dieser Datenpunkt. Das ist schon gruselig. Wie gesagt, hat jemand was von Alien gesagt oder wie? Eieieiei. Sehr schön. Eine coole Sache. Schön, dass noch ein bisschen abgefallen ist an Data. Gut, warum was wir jetzt gerade hier machen? Warte mal, bevor wir es vergessen. Nein.
Genau hier. Schwefel und Phosphor, gut, das kriegen wir ja. Das können wir überall nur geschmissen, das ist schon okay. So, würde ich doch fast sagen, wir haben zwar heute mal pünktlich aufgehört. Da würde ich sagen, wir haben die Hälfte der Siedlung haben wir durch. Und dann gucken wir uns beim nächsten Mal Siedlung Nummer 3 an und gucken, was die so für Geheimnisse haben. Und wer weiß, vielleicht lesen wir ja irgendwie auch mal was davon, was irgendwie auf dem Schiff, in der Siedlung abgegangen ist und nicht nur. Ja, und nicht nur was auf dem Weg dahin passiert ist. Und wer alles der Kollakrit hat, wäre auch interessant. Bin ich mal gespannt. So. Gut, mit dem Anblick von der Beta-Site wünsche ich euch noch eine schöne weitere Woche und bis zum nächsten Mal dann. Bye bye.